Bad Gleichenberg startete man klangvoll in das neue Jahr. Bereits zum dritten Mal lud das Kurhaus Bad Gleichenberg zum Neujahrskonzert in den Mailandsaal. Das Kammerorchester Modus 21, geleitet von Dirigent Tobias Wögerer, begeisterte dabei ebenso die Gäste wie die Sopranistin Anita Götz. Bad Gleichenberg war für einen Tag der kulinarische Mittelpunkt der Steiermark. In der Landesberufsschule für Gastronomie und Tourismusberufe haben wieder die sogenannten Junior Skills stattgefunden. Ein Wettbewerb für junge Gastronomielehrlinge, die noch in der Ausbildung sind. Bei der ersten steirischen Übungsfirmenmesse im Bundesschulzentrum der Handelsakademie und Handelsschule Feldbach war professionelles Auftreten und Verkaufstalent gefragt. Insgesamt 13 Übungsfirmen aus 10 steirischen Schulen nutzten die Messe, um erste Erfahrungen im Wirtschaftsleben unter Beweis zu stellen und neue Geschäftsbeziehungen aufzubauen. In St. Stephan im Rosental gibt es ein neues Lokal. Nach der Sanierung und dem Totalumbau der ehemaligen Novelle beim Freibad erstrahlt das Lokal in neuem Glanz. Unter dem Namen Nova. Dieser Name steht für viele Neuerungen in diesem Restaurant. Bildung für alle durch allgemeinverständliche Wissenschaft. Seit 2004 bietet die Montagsakademie der Karl-Franzens-Universität Graz frei zugängliche und kostenfreie Vorträge aus der Welt der Wissenschaft. Insgesamt haben bereits über 112.000 Wissbegierige die 176 Vorträge besucht. Dabei habe ich Angst gehabt, dass ich heute noch gar nicht auftreten darf. Wirklich, ich habe echt Angst gehabt, wegen dem blöden Kaufdeckel verbaut. Was hier im Zentrum in Feldbach als Premiere über die Bühne geht, ist das neue Programm der Malitant. Seit mehr als 10 Jahren ist die resolute Dame mit dem Rollator auf den Kabarettbühnen unterwegs. Ich bin ja so froh, dass ich heute da bin bei euch. Ich bin so froh, ich habe mich schon so auf den Abend gefreut heute. Angelehnt an das Musical Der Mann von La Mancha ritt Don Quixote, der Herr von Stravanza, mit seinem Diener Sancho Panza durch die diesjährige 12. Faschingsshow im Forumkloster in Gleisdorf. Aber es bewegt sich wieder. Die Situation brauchte Helden. Gekämpft werden musste für etliche Begehren des Volkes, aber vor allem gegen die Abschaffung des Faschings. Neujahrsempfang der neuen Stadt Feldbach. Das bedeutet ein volles Haus im Zentrum in Feldbach. Bürgermeister Josef Ober hat eingeladen und präsentiert gemeinsam mit Vertretern von Stadt und Bezirk, was sich im vergangenen Jahr getan hat und was für die Zukunft noch geplant ist. Wenn ihr das Gefühl habt, ich weiß nicht, was ich aus meinem Leben machen soll, blickt euch ein bisschen um in dieser Welt. Diese Welt ist voll von Möglichkeiten. Das Zentrum in Feldbach wird von Schülerinnen und Schülern geradezu gestürmt. Der Anlass, ein Vortrag von Ali Malochi. Seine Botschaft an die Jugendlichen, sei du selbst die Veränderung, die du in dieser Welt sehen möchtest und übernehme die Verantwortung für dich selbst. Ali Malochi vereint vieles in sich. Als Schulabbrecher hat er über 40 Jobs gemacht, von der Putzhilfe bis hin zum Manager.